So, moin zusammen, da sind wir, mal in einer etwas anderen Situation, quasi an einem goldenen Oktobertag sind wir mal einen schönen Familienspaziergang. Ja, und ich wollte mal die Gelegenheit nutzen, bin ich gerade voll entspannt und ich freue mich einfach so, YouTube, Twitch, Instagram, es geht gerade voll los, so viele neue Follower und da freue ich mich sehr drüber auf jeden Fall, vielen Dank dafür. Ich habe das Gefühl, richtig durchstarten zu können, das ist echt mega, ne? Auch das nur beim Stream ein bisschen so. Ich finde ja, Einhorni fährt, wäre auch richtig cooler Content irgendwie fürs Internet, aber Daniela hat nicht so Lust. Das kann auch nur... Ja, voll cool, ja. Mit YouTube und Twitch und alles. Ja, von daher, ne? Also kann auch nur ein Star geben letzten Endes. So, jetzt sehe ich aber gerade, hier kann man auf jeden Fall super ein Foto machen. Ich glaube, wir machen mal ein schönes Familienfoto, da würde ich mich drüber freuen. Und wir sehen uns demnächst irgendwo im Internet. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Und bis bald. So, jetzt muss ich mal hier ausmachen. So, da ist aus. Jetzt gucken wir mal, hier gibt es ganz schöne Kulissen. Das ist ja cool, so ein Smartphone zu haben. Ja, das Feld ist eine super Kulisse auf jeden Fall. Machen wir ein Foto, oder? Schatz? Schatz? Wo seid ihr denn hin? Das kann doch nicht sein. Das ist ja seltsam. Erstmal telefonieren. Daniela anrufen. Geht einfach nicht ran. Was ist denn das? Das ist ja... Wir müssen doch jetzt irgendwo sein. Wer ist das denn? Ist das Daniela? Seltsam. Ruf sie mal nochmal an. Jetzt geh doch mal ans Telefon, verdammt. Wer ist denn das? Du bist das doch! Schatz! Kamera, Zoom. Ich kann es nicht erkennen. Ist mir auch echt zu blöd. Vielleicht gehe ich einfach mal hin. Ja, oder weiß nicht, oder ich gehe nach Hause am besten. Ja, ich gehe besser nach Hause, ne? Würde ich schon sagen. Schatz, was machst du denn da? Das bist du doch. Schatz, warum sagst du denn nichts? Was soll das denn? Warum? Was machst du da? Warum guckst du? Alle deine Follower. Alle deine Erfolge. Alles, was dir die Feuer ist. Aber Schatz! Alles! Alles! Fahrrad, ich hätte aufs Fahrrad machen können. Ich gehe nicht zu Hause. Das schaffe ich. Was ist das? Das kann doch nicht sein! Und schau, was los ist. Hier wird sie mich schon nicht finden. Das war das. Gut, gut. Ich hocke jetzt hier schon seit einer Stunde oder so. Es ist nichts gewesen. Ich glaube, ich werde mich raustrauen. Es ist schon so dunkel. Ich geh einfach nach Hause. So, jetzt bin ich schon mal wieder in der Zivilisation. Und jetzt, was ist das für eine schreckliche dunkle Gasse? Naja, gut. Hauptsache, ich bin gleich da. Das ist der schnellste Weg.
schnellste Weg nach Hause. So ekelhaft dunkel. Ganz geheuer ist mir es hier nicht. Gleich bin ich da. Gott. Noch um die Ecke bin ich zu Hause. Nein! Schatz, was machst du denn? Warum bist du so? Alexa, ich will streamen. So, jetzt machen wir erstmal hier was mit Skill. Und zocken und nicht in diese alberne Show. Wird sich auch High Lady freuen, wenn ihr endlich mal ein bisschen Skill rankommt. So, jetzt wollen wir hier mal den Stream starten. Erstmal dieses alberne Logo weg. Na, es sieht auch schon viel besser aus. Zeiten des Review-Switch sind nämlich vorbei. So, los geht's. Moin zusammen und herzlich willkommen auf meinem neuen Twitch-Kanal vom Einhornierpferd. Moin zusammen. Was ist da gerade passiert? Wurde ich erstochen? Alles ist so dunkel und so grausame Gestalten. Was ist heute nur los? Halloween YouTube Show. Da war was. Das könnte es erklären. Um ehrlich zu sein, das erklärt tatsächlich alles. Und damit sage ich zusammen mit meinem zugegebenerweise etwas gruseligen Freund abermals Moin zusammen und herzlich willkommen auf eurem deutschsprachigen Nerd-Review-Kanal. Und auch von meiner Seite aus herzlich willkommen zur Halloween-YouTube-Show 2022. Vielleicht weißt du gar nicht, was das ist, weil du nur mein Video schaust oder du bist per Zufall über das Video gestolpert oder du bist eben schon mitten in der Playlist. Lass mich trotzdem nochmal erklären, worum es bei der ganzen Geschichte geht. Denn ein Haufen sehr cooler YouTuber haben sich zum Ziel gesetzt, ein YouTube-Video zu machen zum Thema Halloween. Das kann ein kurzes Gruselvideo sein, das kann aber auch eine Review zu einem Game sein oder zu einem Lego-Set oder zu Essen. Wir hatten schon alles gehabt in der Halloween-YouTube-Show. Und diese YouTuber haben sich unter der Führung von Mike von The Screaming Pixel zusammengetan, um entsprechend eine große Halloween-YouTube-Show zu machen. Das heißt,
Ihr könnt euch zurücklehnen und könnt ein Video nach dem nächsten gucken, könnt eure Halloween-Leckerei schnuckern und einfach nur Spaß haben. Das heißt, wenn das Video zu Ende ist, schaut auf jeden Fall in die Playlist. Da könnt ihr reinklicken und dann entsprechend auch das nächste Video euch reinziehen. Ich kann euch versichern, es lohnt sich sehr. An dieser Stelle schöne Grüße an alle YouTube-Kollegen, die mitmachen und natürlich schöne Grüße an euch. Und ich hoffe, ihr hattet bis hierhin schon sehr viel Spaß mit dem Video. Ja, und jetzt kommen wir zu meinem Daily Business. Zum Glück lebe ich noch und kann das noch machen. Und wenn ich sage Daily Business, dann muss natürlich, wie in allen meinen Videos, thematisch passend das Käppi her. Zugegebenerweise viel gruseliger als die Piranha-Pflanze wird es nicht, aber für einige von uns reicht das ja schon. So wie für mich zum Beispiel. Weil auch wenn ich mal liebend gerne bei der Halloween-YouTube-Show mitmache, wer mich kennt, der weiß, ich bin nicht der größte Gruselfreund. Ich mag Gruselfilme tatsächlich, Gruselspiele geht gar nicht. Und ja, so ein Halloween-YouTube-Video jedes Jahr drehen zu dürfen, das ist schon eine kleine Überwindung, weil auch später beim Schauen erschrecke ich mich selber ein bisschen. Ich hoffe, ihr hattet mit dem kleinen Video, wie gesagt, ein wenig Spaß gehabt. Und wenn ihr Freude an solchen Videos habt, generell an dem Gruselthema, dann packe ich euch hier auf jeden Fall das Video von 2021 oben noch in die Ecke. Und da dran hängt, ist auf jeden Fall auch die komplette Playlist. Das heißt, ihr könnt euren Halloween-Abend beliebig verlängern oder einfach mehrere Halloween-Abende machen. Fühlt euch frei, schaut da auf jeden Fall rein. In jedem dieser Videos gibt es auf jeden Fall einen 8-Minuten-Part mit einem kleinen Filmchen und danach dann immer entsprechend eine Review. So wie auch heute. In den letzten beiden Jahren war es jeweils ein Computerspiel. Ihr habt gerade gesehen, Little Nightmares war es das letzte Mal und davor, und das verlinke ich euch hier auch nochmal, da war es Luigi's Mansion 3. Zwei sehr, sehr coole Gruselspiele auf jeden Fall. Little Nightmares hat mir auch schwer zu schaffen gemacht, auch wenn es nur ein kleiner Part war. Und diesmal geht es tatsächlich mal nicht um ein Videogame, sondern um ein Lego-Set. Ist natürlich auch großer Bestandteil des Kanals hier. Und zwar geht es um das Lego-Set von Stranger Things. Und euch erwartet nebst dem Halloween-Thema heute ein ganz besonderes Video, denn das ist ein etwas anderes Format. Normalerweise kennt ihr das, wir reden ganz ausgiebig über das Lego-Set. Wir machen das natürlich auch so ausgiebig wie nötig, aber ich möchte mir nicht die Gelegenheit entgehen lassen, auch ein wenig über Stranger Things, über die Serie an sich zu reden, denn die ist im Laufe der Jahre zu einer meiner absoluten Lieblingsserien geworden. Und deswegen machen wir eine Mini-Review zum Lego-Set. Und quatschen eben, wie gesagt, auch ein bisschen über die Serie. Ich hoffe, ihr habt Freude dran. Ja, es mag den einen oder anderen geben, der vielleicht neu auf dem Kanal ist. Deswegen nochmal kurz die Erklärung. Wenn euch nicht alles interessiert und ihr sagt, naja gut, ich möchte das zu dem Lego-Set wissen, aber das drumherum vielleicht nicht unbedingt, dann schaut doch mal nach unten. Da gibt es eine Kapitelunterteilung in der Videobeschreibung und dann könnt ihr auch entsprechend immer von Kapitel zu Kapitel hüpfen. Und die Playlist zur Halloween-YouTube-Show, die findet ihr dort genauso. Das heißt, auch da könnt ihr einmal einfach draufklicken und dann weitergucken. Und mal ganz kurz noch eben, wisst ihr, was vor allen Dingen Grusel George hier und mir aufgefallen ist? Dass wir hier auf dem Ticker schon ganz schön nah an den 1000 Abonnenten dran sind. Die sagenumwobene 1000. Erstmal vielen Dank, dass ihr abonniert habt. Herzlich willkommen auf dem Kanal. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich wirklich enorm freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet, damit weiter bergauf geht und ja, wir weiterhin so coole Videos machen können. Und in jedem Fall, egal ob Abonnent oder nicht, wir beide würden uns auf jeden Fall sehr freuen über den Daumen nach oben. Wenn ihr übrigens mal mit mir live zusammen rumnörden wollt, und ich kann euch versprechen, es ist noch sehr viel wilder als hier, auch als in diesem Halloween-Video, dann kommt doch mal bei Twitch vorbei, twitch.tv/reviewswitch. Da bin ich jeden Montag und Freitag live und wir haben einfach eine gute Zeit. Kommt mit in die große, bunte Reviewswitch-Show. Wenn ihr da seid, werdet ihr wissen, was ich meine. Und wir starten direkt durch. Im ersten Part möchte ich natürlich gerne mit euch über die Fernsehserie an sich sprechen. Da kann man das Ganze auch so ein bisschen einordnen, vielleicht nochmal Revue passieren lassen. Und im zweiten Part werfen wir unser Auge dann ganz ausgiebig auf das Lego-Set. Wie schon gesagt, wenn ihr sagt, naja, Fernsehserie kenne ich ja, möchte gerne das Lego-Set sehen, dann schaut unten in die Kapitelaufteilung in der Videobeschreibung und hüpft einfach ein Schrittchen weiter. Aber ich finde, kein Wort zu dieser Serie ist vergebens, denn diese Serie ist ein Phänomen. Zuallererst ist es eine eigens produzierte Serie vom Streaming-Anbieter Netflix. Wissen wahrscheinlich mittlerweile alle, aber das Besondere daran ist, diese Serie ist, glaube ich, die erste Serie, die so richtig Hollywood-mäßig durch die Decke gegangen ist.
Und das hat mich auch ein bisschen überrascht, weil der Grusel- und Horrormarkt, sage ich jetzt mal, der ist ja mehr so in der Vergangenheit zu finden. So die 90er, das war so die Zeit, wo Grusel-Horror ganz groß war, wo jemand, der cool war, das geguckt hat. Und dann ist das ja irgendwie eher so ein bisschen verschwunden. Und mit dieser Netflix-Serie unter anderem wurde das Ganze wieder groß. In der Computerspielszene nimmt es auch immer mehr zu, um mal wieder die Verbindung dann zum Gaming letzten Endes zu haben. Ja, und Stranger Things hat es auch absolut verdient, sagen wir es mal so. Denn das ist es genau, was für mich Stranger Things ausmacht. Es ist ein kleines Kunstwerk. An dieser Serie passt einfach alles. Die komplette Inszenierung ist großartig, egal ob sie um die Gruselszenen geht oder darum, die Zeit einzufangen. Denn wir sind hier in einer ganz bestimmten Zeit. Wir sind hier im Rahmen der 70er, 80er Jahre. Die Haupthandlung findet in den 80er Jahren statt. Die Serie startet 1983 und jetzt 4 Jahre später sind wir bei 1987. Das ist natürlich eine Steilvorlage für einen großartigen Soundtrack und den hat auf jeden Fall Stranger Things geliefert. Wir haben natürlich ganz viele 80er Jahre Tracks und auch mindestens 2 Titel haben ihr großes Comeback in den Charts erfahren. Original aus den 80ern sozusagen wegen Stranger Things. Ja, für all die Leute, die in dem Alter jetzt sind, so wie ich, die da geboren wurden auch in der Zeit, dann eben vielleicht auch die Zeit erlebt haben oder eben die Dinge gerne tun, die in der Zeit gemacht wurden, Rollenspiele spielen, in die Videothek gehen, Gaming, Arcade-Hallen, das ist so die Zeit, damit können wir uns alle identifizieren und diesen Flair fängt die Serie, nebst dem, dass sie eine Gruselgeschichte erzählt, die fantastisch ist, fängt sie komplett auf und das ist einfach sehr, sehr geil. Genau, wie jetzt auch schon gespoilert, die Serie hat mittlerweile 4 Staffeln, die schon abgelaufen sind. Die Staffel 5 wird gerade gedreht, beziehungsweise ist, glaube ich, schon der Post-Production. Und nächstes Jahr ist dann entsprechend der Release von der 5. und damit auch aller Wahrscheinlichkeit nach letzten Staffel der Serie. Also jeder, der irgendwie Bock auf richtig gute Story hat und Bock auf gute Filmkunst inklusive Schauspielerei, empfehle ich diese Serie einfach komplett. Was ich noch eben kurz machen möchte, ist, ohne viel zu spoilern, die Grundstory nochmal zu erwähnen, die auch dem Lego-Set jetzt zugrunde liegt, worüber wir reden werden. Denn im Wesentlichen handelt die Serie, wenn ihr so die ersten 3-4 Folgen guckt, davon, dass ein Junge namens Will verschwindet. Einfach spurlos verschwunden. Und alle suchen nach ihm. Und offenkundig ist er nicht tot, was alle vermuten, sondern offenkundig ist er irgendwie in einer anderen Welt gefangen. Und es ist vielleicht möglich, Kontakt zu dieser anderen Welt aufzunehmen. Und das Ganze ist noch verknüpft mit einer sehr geheimnisvollen Firma, die es vor Ort in Hawkins, so heißt der Ort, gibt. Und ja, wie da die Zusammenhänge sind, werde ich jetzt nicht spoilern. Unsere Hauptprotagonisten sind Kinder, die auf ihren BMX-Bikes in der Stadt unterwegs sind. Und ja, und die müssen auch entsprechend es dann mit dem ganzen Bösen, ob Mensch oder Monster in der Geschichte, aufnehmen. Und falls das alles, was ich gerade erzählt habe, für euch noch unbekannt ist, weil ihr die Serie vielleicht noch gar nicht geguckt habt oder noch gar nicht so weit geguckt habt, dann folgendes. Wir werden jetzt gleich über das Lego-Set sprechen. Und das Lego-Set setzt so den Wissensstand von Folge 5, 6 aus der ersten Staffel ungefähr voraus. Deswegen werde ich jetzt inhaltlich nochmal kurz darauf Bezug nehmen. Das heißt, für euch, die da die Serie noch nicht kennen, Spoilerwarnung an dieser Stelle. Bis Staffel 1, Folge 5 oder 6 werde ich jetzt eben, wie gesagt, spoilern. So, ihr seid gewarnt. Ihr könnt jetzt gehen. Jetzt habe ich meine Pflicht getan. So. und zwar ist Will wirklich nicht tot. Er ist verschwunden, entführt worden, vermeintlich in eine andere Dimension. Ja, und die heißt im Englischen The Upside Down, die andere Seite. Und so heißt auch das Lego-Set. denn es gibt quasi eine dunkle, pflanzenmäßig verseuchte Welt, wo man kaum atmen kann, weil es ganz viel schreckliche Pollen gibt und auch böse Wesen. Und diese Anderswelt sieht genauso aus wie unsere. Es gibt die gleichen Gebäude, es gibt die gleichen Orte, aber alles ist leer, verlassen, verseucht, kaputt. Und da befindet sich Will. Und genau diese Darstellung, die andere Seite, die Upside Down, nimmt eben dieses Lego-Set auf.
So viel dazu. Das heißt, das müsst ihr halt wissen, das muss ich nochmal an dieser Stelle sagen, denn das kann man eindeutig am Set erkennen und das müssen wir uns anschauen. Ich werde jetzt hier einmal die Zahlen, Daten, Fakten euch zu meiner Linken, bei euch wahrscheinlich zu eurer Rechten, präsentieren. So wie wir es immer machen in den Videos, um eine kurze Übersicht über das Set zu geben. Zuallererst, Stranger Things ist im Juli 2016, ich habe es nicht genau im Kopf, aber 2016 auf jeden Fall gestartet. 2019 hat Lego, ja, nach nachhaltigem Erfolg der Serie sich dazu entschlossen, ein Set dazu rauszubringen. Wie gesagt, ich bin der sehr dankbar, es ist ein sagenhaftes Set, wie ich finde. Das Set hat die Nummer 75810. 2021 im Dezember ist es offiziell EOL gewesen, End of Life. Das heißt, bei Lego Direkt könnt ihr es seitdem nicht mehr kaufen und es wird auch nicht mehr nachproduziert werden. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, yes, das Set ist geil, das brauche ich, werdet ihr es wahrscheinlich nicht zum Originalpreis bekommen und ihr müsst es irgendwo gebraucht kaufen. Meins gebe ich nicht her, so viel kann ich jetzt schon mal sagen. Also seit 2021 gibt es das Set nicht mehr. Es ist das erste Mal, dass wir ein wirklich altes Set hier bewusst beleuchten sozusagen. Genau, das Set hat 2287 Teile, also richtig was zu bauen auf jeden Fall und ist empfohlen ab dem Alter 16+. Ich glaube, da handelt es sich primär um die Zielgruppe, werde ich aber gleich bei dem Set nochmal so ein bisschen erzählen. In ca. 5 bis 6 Stunden soll es gebaut sein. Ich habe, glaube ich, mehr gebraucht. Ich war so bei 8-9 Stunden ungefähr. Und das Ganze liegt bei einem Teilepreis von 8,7 Cent pro Baustein. Das sind so die Zahlen, Daten, Fakten zu dem Set generell. Und jetzt drehen wir mal die Kamera und schauen uns wirklich das Set an. Und da sind wir auch schon beim Lego-Set. Und für alle, die meine Videos kennen, wir machen es nicht ganz so wie sonst. Wir machen nur eine Mini-Review. Normalerweise unterteilen wir es in Kategorien und schauen uns das genau an. In den neueren Videos machen wir eine Pro- und Contra-Liste. Das können wir uns hier sparen. Es gibt für mich kein bis kaum Contra. Ich liebe dieses Set. Das Set ist pure Liebe. Ich kann es jedem von euch ans Herz legen, gerade wenn er die Serie mag. Aber auch generell. Lego hat hier einen ganz fantastischen Job gemacht und ein wunderbares Set rausgebracht. So viel schon mal dazu. Deswegen keine genaue Analyse heute nötig. Wir schauen uns das Set natürlich gleich nochmal in Ruhe an und ich verliere nochmal so ein paar allgemeine Worte darüber. Allem voran habe ich gerade noch nicht gesagt, was die unverbindliche Preisempfehlung damals im Handel bei Lego war. Und zwar waren das 199,99 Euro. Daraus ergab sich der Teilepreis von 8,7 Cent. Wenn ihr jetzt auch euer Herz in diesem Set verliert, dann muss ich euch sagen, ihr müsst natürlich ein bisschen tiefer ins Portemonnaie greifen, denn ja, ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, man kriegt jetzt so für zwischen 300 und 400 Euro. Im Bestfalle kriegt man schon für so roundabout 300 Euro. Würde ich empfehlen, das für 300 Euro zu kaufen. Ja, 200 Euro wäre schon schön, ne? 8,7 Cent ist nice. Aber ich sag mal, die Marke ist ja sicherlich von Stranger Things auch ein bisschen teurer geworden. Und da das Set nicht mehr am Markt ist, klar, dass es dann ein bisschen teurer wird. 300 würde ich noch rausgeben. Ich persönlich darüber hinaus nicht mehr, sagen wir es mal so. Ich habe es tollerweise damals geschenkt bekommen von meiner Frau, bin ich immer noch sehr dankbar für. Mein Herz hat einen riesen Sprung gemacht und guckt euch einfach mal an, was für ein Klopper das ist. Ne? Also ich stehe jetzt einfach mal so direkt daneben, so hier ist meine Hand und wir haben hier wirklich ein stattliches Set, wie ich finde. Ne? Also ordentlich hoch. Die Maße blende ich euch mal einmal hier unten ein. Schönes großes Set auf jeden Fall, ein ziemlicher Hingucker auch, also egal wo es steht. Genau, jetzt schauen wir uns mal die Minifiguren einmal kurz an. Wir haben hier einen praktischen Stand, wo wir die Figuren draufstellen können. Das kann ich ja gleich mal von nahen zeigen. Müssen wir vielleicht mal ein bisschen Licht draufbringen, so. Hier sind einfach nur so zwei Jumper Plates, zwei so Noppen. Da kann ich entsprechend die Figur einfach draufsetzen. Und da haben wir dann entsprechend den Serientitel. Leider ist hier alles mit Stickern versehen. Es gibt auch Prints. Sehr wenige, alles eigentlich in diesem Set, was hübsch ist, sind Sticker. Somit auch das hier, was ich bei so einem Typenschild immer sehr schade finde. Ne? Weil das wird sich irgendwann abknibbeln und das ist halt negativ einfach für das Set. Ansonsten sind das hier unsere vier Hauptprotagonisten. So, ich mache mal hier ein bisschen Licht drauf, damit man das ein bisschen besser sehen kann. Unsere vier Hauptprotagonisten, allem voran haben wir... Da haben wir Elfie, Elle
11, wie immer ihr sie nennen möchtet, in dem Tarnungsmädchen-Outfit mit dem Röckchen zusammen, der aus Stoff übrigens ist. Finde ich sehr charmant. Man erkennt die Kleidung auch hervorragend wieder. Ich finde, bei den Minifiguren generell wurde ein ganzer Job gemacht. Dann entsprechend mit den blonden Haaren. Ansonsten haben wir daneben Dustin zusammen mit einem Kompass. Er hält einen Kompass in der Hand und natürlich das entsprechende Funkgerät. Dann haben wir Lucas mit seiner Steinschleuder und auch seinem Bandana. Und dann haben wir natürlich noch Mike. Der hat eine Taschenlampe in der Hand und auch entsprechend das Funkgerät. Ich finde, die Gesichter sind ganz toll getroffen. Das Outfit auch. Achso, und natürlich hält Al hier noch eine Waffel in der Hand. Das sind die vier Figuren, die hier so mit dabei sind. Die weiteren vier Figuren, die wir hier draufstellen können, sind auf jeden Fall, er darf nicht fehlen. Will, auch in seinem wirklich sehr ängstlichen Blick auf jeden Fall. Daneben der Sheriff, auch extrem gelungen optisch, finde ich, auch komplett so, wenn wir seine Kaffeetasse aus der Hand nehmen, alle auch so mit den passenden Items irgendwie ausgestattet. Sieht auch 1:1 so aus. Da haben wir Winona Ryder, man kann sogar die gute Winona Ryder erkennen, wie ich finde. Und sie hat eine Malerei von dem Dungeons Dragons Gameplay von Gandalf quasi in der Hand. Und das Coole ist hier, Gandalf hier drauf ist auch aus Lego. Und wir haben den Demogorgon. Und das ganz Coole an dem Demogorgon ist, nicht nur, dass der unglaublich geil aussieht und hier entsprechend diese Krallen quasi in die Hand gedrückt bekommt. Oh, ich versuche das mal abzumachen, zack. Also das ist einfach nur so eine Kralle als Zusatz, wenn man so will. Die kann man dann auch normal machen. Sondern, das ist kein Zusatzkopf hier. Das ist ein Zusatzhelm, diese aufgebrochene Blüte. Ich kann ihn das abnehmen und dann sieht er so aus, wie das Monster auch darunter so ein bisschen aussieht, wenn der Helm entsprechend oder beziehungsweise die Blüte entsprechend nicht da ist. Man kann ihn also auch vielfältig benutzen. Richtig, richtig cool, die Figur. Also, wenn Lego will, dann können sie sehr gut. Sagen wir es mal so. Und jetzt haben wir die Minifiguren gesehen. 8 Stück an der Zahl sind damit bei, auch für die 200 Euro. Ein gutes Ding, sehen alle großartig aus, haben mich von den ersten Sekunden an überzeugt. Was wir auch noch dabei haben, was ich jetzt hier nicht unter dem Scheffel stellen darf, wir haben auch das Fahrzeug vom Sheriff noch mit dabei. Und jetzt mal ohne Quatsch, sieht es nicht ganz fantastisch aus? Es sieht halt wirklich so aus wie das Fahrzeug aus der Serie. Ganz, ganz cool. Ich fühle mich direkt erinnert. Das einzige Problem ist, es ist wieder ein Lego-Auto. Wir können die Türen leider nicht öffnen. Früher ging das noch. In meiner Zeit konnte man Türen von Lego-Autos noch öffnen. Heute geht das nicht mehr. Ich muss die kleine Sirene hier oben abnehmen. Die war hier oben drauf. Das Blaulicht, Entschuldigung. Blau-Rotlicht an der Stelle und dann kann ich das Sache abnehmen. Aber an Details wurde ja auch nicht gespart, denn wir haben ein normales Cockpit, aber wir haben hinten einen Kürbis drauf. Also er liefert gerade Kürbisse bzw. nimmt wahrscheinlich Beweismaterial mit. Für alle, die Serie kennen, sicherlich eine coole Sache. Naja, dann können wir halt das Dach wieder so draufsetzen. Passt, wir können die Figur oben reinsetzen. Blaulicht, Rotlicht, Sirene wieder drauf und dann passt das. Ich mag das Ganze sehr, aber das Ganze, was das Set auch wiederum betrifft, was wieder nicht so schön ist, Hawkins Police Department, hier ist ein Sticker und wie ihr seht, hat er eine andere Farbe als die Steine, typisches altes Lego-Problem, super ätzend, das gleiche gilt natürlich für das Nummernschild, alles Aufkleber, nichts davon ohne Aufkleber. Aber gut, sei es drum, super cooles Fahrzeug, unser Sohn wollte es direkt einsacken, weil er das richtig cool fand, ich natürlich auch. Und das, was der Sheriff findet und quasi zu den Buyers bringt, ist noch ein schönes kleines Fahrrad. Das ist auch noch mit dabei. Ja, das kriegt ihr so geboten, aber noch eine Menge mehr, denn die Innenräume, die sind auch da. Ich stelle mal alles hier so ein bisschen beiseite und wenn ich das Set noch mal einmal in die Hand nehme für euch, so habt ihr es jetzt gerade gesehen, so sieht es aus, wenn ich es in die Hand nehme. Und ihr seht, hier geht ganz schön viel ab, auf beiden Seiten wohlgemerkt. Und deswegen seht ihr auch, dass ein näherer Blick auf das Set auf jeden Fall sinnvoll ist. Und das machen wir jetzt. Wir schwenken mal einmal in die Nahansicht zu diesem Set. Und ihr werdet erstaunt sein, was ihr hier alles entdecken könnt. Wir fahren mal ganz langsam ran an das Haus und ihr könnt euch schon mal so ein paar Details einfach angucken. Positiv übrigens, hier im Hintergrund seht ihr die ja mit Zeitungen und Brettern beschlagenen Fenster sozusagen. Das sind die besagten Prints. Die zeige ich jetzt nochmal kurz aus der Nähe. Das ist tatsächlich alles geprintet.
Das müsst ihr nicht kleben, da könnt ihr froh sein, auf jeden Fall. Die Verschalung des Hauses hingegen müsst ihr schon entsprechend kleben. Und hier ist das erste schöne Detail. Hier ist das Loch in der Wand, wo der Demogorgon durchgebrochen ist. Ja, wer die Serie gesehen hat, dieser Pistole der Staffel, auf jeden Fall sehr gelungen. Dann haben wir auch die Hausnummer, die übrigens leider ein Aufkleber ist und sich bei mir auch schon abhält, wie man sieht. Alles, was hier so dran und drauf ist, kann man wunderbar abnehmen. Das heißt, ich kann diesen Stuhl einfach hier rausnehmen und kann da was anderes hinstellen. Es sind überall kleine Noppen auf jeden Fall am Start, so dass es jederzeit möglich ist, auch eine Figur stattdessen darauf zu stellen. Hier hinten ist noch nicht ganz so viel los. Das schauen wir uns auf jeden Fall gleich auf der anderen Seite nochmal an. Ansonsten haben wir entsprechend das Hausdach. Und oben auch, ich glaube, das ist die Kamera, ich bin mir nicht ganz sicher. Und natürlich auch normale Bäume, sage ich jetzt mal. Ne? Die Schaukel, die draußen ist, sehen wir auch. Und hier ist entsprechend die Befestigung, wo wir halt unser Sheriff-Auto anbringen können. Da haben wir zwei Möglichkeiten, das Auto anzubringen. Und das können wir festmachen. Und das ist auch super, weil dann parkt er hier vorm Haus. Und wir können das Haus trotzdem drehen ohne Schwierigkeiten. Genau, jetzt werfen wir einen Blick auf die andere Seite, aber nicht auf die andere Seite, sondern auf das Innenleben des Hauses. Und da seht ihr das Innenleben beider Seiten. Wir konzentrieren uns natürlich auf die normale Welt sozusagen. Und wir gehen mal ganz zentral ran an das Wohnzimmer, auch wenn hier schon das geilste Feature eigentlich am Start ist. Hier haben wir erstmal den Telefonhörer und leider auch als Sticker Familienbilder an der Wand, die auch entsprechend gestaltet sind. Das finde ich eben, wie gesagt, sehr schön. Wir haben hier die Couch und auf der Couch auch dann entsprechend die Zeitung, wo drauf steht, dass Will Byers vermisst wird. Dann haben wir hier die Bärenfalle, mit dem der Demogorgon gefangen werden soll, und die besagte Axt, die für den Notfall wahrscheinlich für Feuer gedacht ist, aber auch, wie ihr wisst, für den Demogorgon genutzt wird. Dann haben wir entsprechend ein Sofa, auch mega cool von der Idee her, wie das Sofa gestaltet ist. Und hier am Boden sehen wir auf jeden Fall, ist das hier Dungeons & Dragons? Nee, die Regeln von Dungeons & Dragons liegen hier. Im Hintergrund, Christmas steht da. Ihr seht es hier schon, die Lichterkette hängt hier schon, wo dann entsprechend mit Will kommuniziert wird. Und wenn ihr jetzt denkt, das war es schon, nein, ihr habt natürlich an der Wand auch entsprechend die Lichterkette plus die Buchstaben. Und hier oben ist eine kleine Lampe befestigt. Die kennt ihr vielleicht schon aus anderen Sets. Und wenn ich jetzt hier drücke, dann sind die Punkte an der Wand zu sehen. Jetzt müsste ich mal einmal hier das Licht für euch ausmachen. Das mache ich natürlich direkt mal, damit man das auch wirklich erkennen kann. Ich hoffe, es ist hier im Studio dunkel genug. So. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal an. Und ihr seht tatsächlich einzelne Buchstaben, die hervorgehoben werden. Mega cooles Feature auf jeden Fall. Ja, das ist rundum gelungen, das Ganze, finde ich. Ich finde es super cool, dass hier an die kleinen Buchstaben sozusagen gedacht wurde. Und das geht aber im Set weiter. Wenn ihr mal schaut, hier oben ist quasi auf dem Dachboden, wenn man so will, die Videokamera. Und auf der anderen Seite haben wir den Zauberhut, den Merlin-Zauberhut, den wir auch noch ein paar Mal in der Serie sehen werden. Jüngst auch in der aktuellen Staffel übrigens. Mega cool. Dann haben wir hier das Zimmer von Will, glaube ich, ist es. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es sein Zimmer ist. Da haben wir auch von Shark, sprich der weiße Hai, das Kinoplakat plus ja, der Kassettenrekorder, mit dem das Lieblingslied mit seinem Bruder abgespielt wird. Und eben sehr ganz viele schöne Details. Das Bett, da hinten das Mikroskop, die kleine Lampe. Mega, mega detailvoll. Einfach nur schön. Genau. Und das ist natürlich eine sehr kleine Welt, aber sehr lebendig einfach, weil man tatsächlich genau daran erkennen kann, was da abgeht. Jetzt schauen wir uns die andere Seite an, die Upside Down. Und wir machen einfach hier direkt weiter im Vergleich. Hier ist alles trist. Hier ist alles blau und schwarz. Ein sehr schönes Blau und Schwarz, finde ich. Aber alles ist an der gleichen Stelle, wo es hingehört. Nur alles eben entsprechend ausgegraut. Nicht ganz so schön.
eklig verworren. Ja, mega cool. Auch hier die Lichterkette, die hat sich irgendwie so ein bisschen selbstständig gemacht bei mir. Hier ist auch alles zugewachsen an der Stelle. Und so trägt sich das durch. Aber alles 1:1 nachgebaut. Also alle Objekte sind auch da, wo sie hingehören. Genau entsprechend wie in der anderen Seite, nur eben in einer tristen Gestaltung. Mega cool, wenn man auch in der Tüte die Objekte einfach entdeckt. Ne? Also so wirklich 1:1 gespiegelt und auch untereinander gespiegelt. Die Upside Down und die normale Welt. Und ähnlich sieht es dann eben auch an der Vorderseite aus, die genauso gespiegelt ist. Da seht ihr übrigens auch das total verwucherte Dach, wo auch die Ranken schon überall durchkommen. Die Ranken schlagen auch so ein bisschen in das Bild hier rein. Und seht ihr das hier? Die Ranken, die die Balken umfassen, das sind diese typischen Lego ehemals Peitschen für die Kutschen. Finde ich mega cool. Findet man auch hier 2-3 Mal. Auch die Hausnummer haben wir hier, auch wieder mit einem Sticker leider. Ja, und in diese Kulisse, ne, muss man einfach sagen, da passen die Figuren dann halt auch eben ganz hervorragend rein. Wenn ich also jetzt entsprechend hier mal den Demogorgon hinsetze und ja, den sehr angstvollen Will, dann ergibt das auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Bild, findet ihr nicht? Und gleiches gilt natürlich für die andere Seite. Wenn der Sheriff nämlich das Fahrrad heimbringt, gerade das Auto geparkt hat und eben Mama Byers hier mit dem Indiz des Gandalf-Posters oder der Gandalf-Malerei ganz verschreckt mit Taschenlampe auf der Suche nach ihrem Jungen, wenn die beiden hier aufeinandertreffen, ergibt das einfach quasi eine Szene aus der Sendung. Egal von welcher Seite aus man das Ganze betrachten möchte. Viele schöne kleine Easter Eggs findet ihr, unter anderem auch hier an der Seite. Barbara Holland is missing. Auch das fehlt bei dem Set nicht. So sieht das Set dann in seiner ganzen Pracht aus. Vorneweg das Schild Stranger Things, damit man sofort sieht, worum es geht. Und unsere vier Jugendlichen, die man natürlich auch gerne in das Set einbauen kann. Und ansonsten haben wir Upside Down und natürlich die normale Welt und das Ganze eben in einer wirklich, wirklich coolen Optik. Ich finde, es macht echt was her. Das Haus ist echt cool gebaut. Das Auto und die 8 Minifiguren ist ein echter Bonus. Zurück ins Studio. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erkenne Stranger Things zu 250% wieder. Egal, ob ich in die Gesichter der Minifiguren blicke, ob ich in die Räume des Hauses blicke oder einfach nur der erste Blick auf dieses Set. Ich habe die gesamte erste Staffel direkt vor Augen, ohne sie nochmal geguckt haben zu müssen. Und das finde ich richtig cool. Ich habe mir echt Sorgen gemacht beim Kaufen, beziehungsweise beim Geschenk bekommen, dieses Set. Ich wollte es ja kaufen, dass es instabil ist, dass dieses Drehen gar nicht funktioniert, was natürlich ein großer Reinfall gewesen wäre. Es ist hervorragend. Lego, ihr habt es richtig drauf, wenn ihr nur wollt, und das zu einem adäquaten Preis von 8,7 Cent pro Stein. Was sagt ihr zu dem Set? Haut in die Tasten. Ich bin gespannt auf jeden Kommentar, und wenn ihr jetzt irgendwie Interesse bekommen habt, dann tut es mir leid, dass ihr ja jetzt erst so spät die Info von mir bekommt, aber vielleicht findet ihr doch noch einen guten Deal an der Stelle auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin gespannt auf eure Erfahrungen, und wenn das euch hier alles gefällt, was ihr hier seht, dann vergesst bitte auf keinen Fall den Daumen nach oben. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann hilft ein Abo auf jeden Fall, aber ihr könnt dann nächsten Samstag um 18 Uhr wieder einschalten, dann geht es hier weiter. Auf diesem Kanal geht es rund um das Thema Gaming und auch um Lego. Aber auch bei Lego geht es in der Regel um das Thema Gaming oder eben irgendwas aus dem Nerd-Fantasy-Bereich. Also wenn euch das anspricht, seid ihr hier auf jeden Fall genau richtig. Ja, was mich betrifft, ich habe auf jeden Fall Halloween mehr oder minder überlebt, wenn man das so nennen kann. Mal sehen, wie es nächstes Jahr wird. Für euch ist der Schauder noch lange nicht vorbei, denn eine prall gefüllte Playlist mit Halloween-YouTube-Videos wartet auf euch. Direkt im Anschluss geht es natürlich weiter in dieser Playlist, also einfach zurücklehnen, dranbleiben, das nächste Video gucken oder falls doch irgendwas nicht klappt, in der Videobeschreibung, wie gesagt, ist die Playlist nochmal drin und jetzt am Ende auch verlinkt. Ich wünsche euch noch schaurigen Spaß, freue mich, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, und macht's gut und bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, gerade heute Nacht, und bis dann. Ciao.